Hey und willkommen zu einem neuen Video der Spielzeugtruhe. Heute wieder mit Christian. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir wollen uns heute von Playmobil Sports and Action eine Playmobil-Wurfscheibe angucken. Das habe ich selbst davor noch nicht gesehen. Das ist sowas wie ein Frisbee, nur halt mit einer Playmobil-Figur drin. Und das ist jetzt hier einmal die Alien-Variante davon. Das heißt, wir haben hier sowas wie eine Frisbee, nur hat die wahrscheinlich hier ein bisschen dickeren Gummirand und ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber das sehen wir gleich. Und hier ist noch eine Alien-Figur drin. Die ist wahrscheinlich der Captain von dem UFO. Hier sind eben nur diese beiden Sachen dabei. Einmal die Wurfscheibe, die Frisbee. Die kann man drinnen und draußen benutzen. Soll man wahrscheinlich eher draußen benutzen, denn drin geht schnell mal was kaputt. Gerade wenn man so ein größeres Ding hier durch die Gegend wirft. Und dann haben wir noch hier unseren Alien-Captain. In der Verpackung waren eben jetzt nur die beiden Sachen drin, die ihr wahrscheinlich auch gerade eben schon beim Auspacken gesehen habt. Das ist einmal hier die Wurfscheibe. Die ist in der Summe doch ein bisschen dünner, als ich das gedacht habe. Ich hatte es mir ein bisschen massiver vorgestellt. Aber das passt auf jeden Fall ganz gut zum Fliegen. Also fühlt sich auf jeden Fall an wie so eine Frisbee, wie man das kennt. Aufkleber war auch schon drauf. Und dann haben wir jetzt hier eben einmal einen Platz, wo wir unseren Pilot reinstellen können. Wir hoffen, dass der gleich nicht unterwegs beim Fliegen kaputt geht. Hat hier noch so zwei Steuerknüppel. Zumindest mal an einem festmachen. Den anderen mache ich gleich noch fest. Und dann gehen wir mal raus und probieren die Frisbee-Scheibe mal aus. Kleiner Schnitt. Wir sind jetzt draußen. Ihr seht schon, der Paul hält hier die Wurfscheibe in der Hand. Und der Alien-Captain sitzt genauso drin, wie ich den gerade eben oben reingesetzt habe. Jetzt wollen wir aber erstmal ein paar Testwürfe machen und gucken, ob das auch gut fliegt. So, ihr seht schon, wir sind draußen im Garten. Und links steht der Paul, rechts stehe ich. Und die Frisbee fliegt echt super. Ich bin zwar kein so Profi, aber der Paul kann das ganz gut. Kann man auf jeden Fall auch mit an den Strand nehmen oder so. Ja, das war leider nix. Das war dann auch das Ende von unseren Versuchen. Ist aber nichts kaputt gegangen oder so. Die Frisbee macht echt Spaß, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ganz lustig, kann man vielleicht auch so mit den anderen Playmobil-Sachen zusammen noch was spielen. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Wenn euch die Frisbee auch gefallen hat und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Abonniert auch gerne unseren Kanal, falls ihr noch keine Abonnenten seid, dann werdet ihr immer über unsere neuesten Videos informiert. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.